Hallo und herzlich willkommen bei No Man's Sky. Wir sind gerade gelandet. Oh mein Gott! Und wir sind hier mitten im Krieg. Also, ich lasse den jungen Mann hier nicht alleine. Er wird hier nicht zum Sterben zurückgelassen. Der gute Pilot. Na, komm her. Hab ich dich. Ich nehme mal deine Ware auf, was du auch immer dabei hattest. Uiuiuiuiui. Hombre, chill mal. Kriegst jetzt erstmal ordentlich einen auf Ockel. Schulden sind wieder auf Maximum bei mir. Na, komm her, Kumpel. Haben wir dich auch. Und deinen Kumpel nehmen wir auch gleich mit. Tut mir ja leid, dass wir euch erwischt haben. So, wo ist der nächste? Da. Haben wir dich. Komm. Tu nicht so. Du kriegst ordentlich einen auf die Hücke. Juiui. Warum fliegt der so lahm? Das ist ja viel mehr so die Frage, hä? Huh? Wo ist denn der nächste Angreifer? Da unten. So. Feuer frei. Ah, den haben wir aber auch gleich weg. Und da kommt sein Kollege. Der kriegt auch nochmal ordentlich auf die Öcken. Wow. Ich hoffe, wir können jetzt endlich mal hier was bekommen von den Leuten. Nichts gefunden, aber es scheint noch irgendwie Krieg zu sein, ha. Huh? Tja, moin. Kein Gespräch, kein gar nichts. Okay, das ist ja bitter. Ah, jetzt. Jetzt Allah. Und jetzt will er reden. Genau. Ja, die Frage halt muss scheint mit Handzeichen an Bord willkommen. Ja, dann wisst ihr ja, wo wir andocken. Navigationsdaten sind empfangen. Wow. Ich bin jetzt fast gegen den Sendemast geflogen, ha. Ach, die haben so schöne Frachter immer. Aber dass man diese Schiffe nicht komplett übernehmen kann, ohne sie zu kaufen, das finde ich halt ein bisschen schade. Ja. Naja, gut. Was willst du machen? Also ich würde hier schon gerne meine Schiffchen parken. Ich habe ja drei. Könnten so in Reihe parken. Einer hier, einer da hinten. Oder in jedem Hangar 1. Und die könnten... Schade, dass man nicht so ein bisschen... Kennt ihr das Spiel X3? Oder X, die X-Reihe, X Foundations gab es auch nochmal. Jetzt kommt ja erst bald das vierte raus. Das werde ich mir holen. Und das werde ich auch let's playen. Vielleicht nicht sofort, aber kurz danach. So, richtige Raumschlachten, das wäre was. Komm, Max. Lichter flackern, schnell übernehmen, nickt fast unmerklich. Sie scheint mir Dankbarkeit zu zeigen. Ich würde gegen Richtung das Bedienfeld seines Frachters. Also, wollte mir anbieten, das Kommando zu übernehmen. Ja. Frachter inspizieren. Wow. Was ein Ding. Was ein Monstrum. Oh, hatten sie sich beinahe erleichtert an, vielleicht war die Last des Kommandos für ihn zu viel. Das Schiff und seine Crew stehen nun zur Verfügung. Oh, ebenso wie das Kommando über die Unterstützungsfregatte. Ja, aber ich kann noch immer nichts machen, ne? Das ist ja nicht mein Schiff, leider. Wisst ihr, wie gerne ich dieses Schiff hier hätte? Alter, ich würde hier draußen eine Basis bauen, da träumst du von. Und das Schiff ist echt cool, gerade die Unterstützungsfregatte sieht echt cool aus. Aber naja, gut, wir müssen uns noch gedulden. Wir müssen noch unseren Weg finden, Geld zu verdienen. Ich flieg raus, tschüss. Oh, der vorne sieht eigentlich cool aus. Ich würde die auch gerne irgendwo hinkommandieren, sowas halt, ne? Aber warum nicht? So eine Fregatte so im Weltraum zu haben, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Die kann dann schön erstmal runterfeuern, wenn da was schief läuft, ne? Stellt euch vor, ihr greift so einen Planeten an. Und die schießen dann wie bekloppt runter. Boah, das ist fies. Weißt du was? Ist ein bisschen unverhältnismäßig gerade. So, jetzt aber. Jetzt Allah.
Langsam, langsam. Und stopp. Ich habe erstmal überlegt, aber ich will näher an den Ausgang, Eingang. So. Kumpel, ich habe dir einen Gefallen getan. Hör mal zu. Hombre. Hast du die Daten? Ja, ich habe die Daten, Junge. Ahoi, was für Anblicke. Als Dank hat mein Kind einen Bauplan für dich vorbereitet. Es hat gelernt, wie man instabiles Gel herstellt. Es hofft, dass du dich darüber freust. Wo ist dein Kind? Reich an Energie. Reisender, diese Daten bereiten mir Sorgen. Mein Kind ist in der Lage, Signale von unbekannten Quellen der gesamten Galaxie zu empfangen. Ich kann es nicht vor den widerlichen Gedanken der Geg oder den Herben, das kennst du, Wächter beschützen. Wenn du Ion-Akkus findest, werde ich Baupläne für Polyphase entwickeln, damit wir die Schutzmantel herstellen können. Akzeptieren. Verschwenden wir keine Zeit. Sein Verstand ist beeinflussbar. Ich glaube, das ist sein Kind, ja? Wie viele brauchst du denn, Kumpel? Oh. Wir haben schon alles. Vor einem Tag hatte ich einen Albtraum, das wir gemeinsam, oder? In einem Traum hatte ich nach der Konvergenz gerufen, aber keine Antwort bekommen. Ich habe nach dir gerufen, aber du hast nur gelacht und zu guter Letzt habe ich ein Signal gerufen. In der Antwort, verstehst du, was das bedeutet? Das hat nichts zu bedeuten, das bedeutet, dass wir allein sind. Er sagt, wir wissen, dass seine Träume sein Innerstes widerspiegeln und dass seine Einsamkeit sein Unterbewusstsein füllt. Ich bin jetzt Freud. Entschuldigung. Ist doch bekloppt, Alter. Da, noch ein. 3 Ionakus. Guck mal, wie das läuft bei uns, Junge. Hast du die Ionakus gefunden? Ja, natürlich. Die Trennung von der Konvergenz. Ja. Danke, Reisender. Es ist gut, dass wir das kleine Signal beschützen können. Aber ich fürchte, das reicht nicht. Hier nehmen die Pläne der Polyphase. Bitte gib mir jetzt einen Moment. Ich muss mein Kind unterrichten. Polyphase. Sind durch Polymer hergestellt, in Leitung, Energie und Daten verwendet werden kann. Du bist cool. So, ich habe gehört, wir brauchen noch was. Ich will das Gerät endlich bauen. Oh Mann, das kriegen wir unter den hier. So ein Atmosphärenabsorbierer war das, ne? Warte mal, da. Atmosphären. Okay, wie mache ich das jetzt? Wir müssen Radon hineinfüllen, okay. Oder wie ist das jetzt? Oder arbeitet er jetzt einfach? Ach. Okay, der findet Radon jetzt. Okay, das ist cool. Und wir können die Dinger mitnehmen, ne? I like. Wir könnten noch eine machen, oder? Wir haben doch genug. Und wenn nicht, dann können wir, glaube ich, aus Radon Stickstoff herstellen am Ende. Ammoniak herstellen. Nee, können wir leider nicht. Uns fehlt leider noch so ein kleines bisschen. Das Ding hier. Das würde ich gerne mal probieren. Dafür brauchen wir Uran. Dafür brauchen wir jetzt Radon, glaube ich, auch, ne? Moment. Ja, Radon und die Wasserstoffe. Sehr gut. So schließt sich der Kreis jetzt. Zum Glück haben wir erstmal das Radon genommen. Ich fülle gerade einfach mal auf, weil... Und Warp-Zelle. Warp-Zelle. Warp. Oh, Phosphor können wir auch einfüllen, endlich. Phosphor haben wir auch endlich kennengelernt anscheinend. So, die Wasserstoffe können wir gleich mal sammeln. Ich frage mich echt, was wir noch so damit abbauen können. Und ich glaube, außer Radon, wie gesagt, können wir noch mehr machen. Finde ich cool. Also der sammelt. Und wir können einfach aufsammeln. Sehr gut. Wir könnten, glaube ich, noch mehr davon aufstellen, aber jetzt gerade würde ich erstmal sagen, Moment mal. Ich will einen Bergbauleser haben. Da. Wir brauchen Radon und die Wasserstoff. Finden wir noch eine andere Möglichkeit, das zu machen? Nein. Also Radon und die Wasserstoffe. Was brauchen wir denn nochmal dafür? Also noch zusätzlich. Metallplatten und ein fortgeschrittener Ionenakku. Eine Metallplatte. Waren es zwei? Ich mach mal eine. Wie mache ich den fortgeschrittenen Ionenakku jetzt? Wenn ich den... Ich hab den doch, oder? Ne, ich habe nur den Ionenakku. Okay, Moment. Wie viel brauchen wir davon?
Also ich fliege jetzt nochmal schnell auf die Station und gucke nach. Einen, okay. Das geht schnell. Ach, und dann können wir noch zu unseren zwei Kumpels da hinfliegen. Und tschüss. Impulsantrieb offline. Yay. Nein? Nein, 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 alles gut. Ach so, warte mal. Wir müssen noch was anderes machen. Das war eben krass. Dieser Stopp einfach. Sind die aufgetaucht? Nein. Anomalie entdeckt. Suche sie. Ich flieg mal da hinten hin. So, Schuss. 11 Sekunden, das ist ja nix. Das ist zum Glück nicht weit entfernt von uns. Stopp. Wow. Aua. Da ist sie. Yay. Die ist doch ein bisschen näher, als ich dachte. Ja, mit denen können wir jetzt endlich mal schnacken, ne? Da finden wir jetzt wirklich coole Sachen, hoffentlich. Und ich hoffe, die haben vielleicht die Einleser. Wie konnte ich gerade so schnell daran vorbeifliegen? Dankeschön. Ich möchte gerne parken. Schon wieder sag ich parken, Alter. Ich hab's echt mit dem Parken heute. So. Guten Tag. Während er da unten noch schön die Atmosphäre absaugt. Schade, dass man dadurch nicht die Atmosphäre echt reinigen kann. Ich gucke erstmal hier rein. Die sind mir so bunt. Und ich finde die gar nicht mal schön. Also, spezielles Polo. Sag an. Wie war deine Reise, mein Freund? Aufregendes. Oh, guter Freund, welche Gefahren du dich aussetzt. Ja, das kennen wir doch schon. Das ist so immer gleich. Archiviert, mach weiter. Akzeptieren. Du mein Freund, gelangst an übelsten Ort, niemand finden kann, bleib am Leben, Tod nur so. Von einer Leiche kann man nicht viel lernen. Wobei, ach, nein, bleib einfach am Leben. Wenigstens scheint Polo wieder umgänglicher zu sein. Ein Nicken, ein Lächeln, irgendwann sogar ein freundliches Schulterklopfen, eine Freundschaft wurde erneuert. Ich gerate in Verlegenheit, als mir der Geek-Mechaniker ein langes, gesundes Leben wünscht. Doch als sich herausfällt, was war für diese Geste, es macht sich enttäuscht. Er will untersuchen, wie mein Anzug reagiert, wenn er eine längere Zeit extrem Klima ausgesetzt. Aber das hatten wir schon. Hatten wir doch schon, oder? Ich würde sagen. Ah, okay, gut, wir müssen nochmal. Noch länger da bleiben. Ja. Ich will das da. Meilenstein übertragen. Boah, 300 Nanithaufen. Ich schreck mich nicht auf. Hyperantriebmodul, schon wieder so ein doofes Ding. Sorry. Bin da jetzt nicht so sehr begeistert von sowas. Ich überlege, sollen wir vielleicht nicht einfach mal. Entschuldigung. Einen kurzen Flug woanders hin machen? Ich meine, guck mal. Die Galaxie steht uns offen. Wir finden immer wieder hierhin zurück. Und eigentlich wäre so ein bisschen Iridium gar nicht mal so schlecht. Ein rotes System. Das ist ein blaues zum Beispiel. Da können wir auch hinwarpen. Okay, gut, das hat nur 3 Planeten. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch 1, 2 mehr finden. Ist auch noch eins, wo wir hin? Ein Planet mit einem Mond. 4 Planeten. Finden wir noch ein 6er im Lotto? Das ist ein roter. Was ist das denn? Einer. Was damit? Das ist ein Doppelstern. Das ist ein Doppelstern. Okay, das ist eigentlich ein fetter Bug. Okay, nein. Ich würde gerne auf den blauen fliegen. Der hätte 2 Monde, aber das ist auch nicht so. Das, wonach wir suchen.
Okay, das wäre eigentlich genau das, was wir suchen. 1, 2, 3, 4, 5 in unterschiedlichen Bahnen. We try. Wir finden ja zurück, zum Glück. Zum Atlas möchte ich jetzt tatsächlich nicht fliegen, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd. Mal gucken, in was für einer Galaxie wir, oder in was für ein Ding wir jetzt landen. Und ich hoffe, wir treffen auf keine Gegner. Da werde ich Angst. Und ich weiß auch gar nicht, was wir hier treffen werden, generell. Ob wir hier überhaupt eine Station haben. Ich habe gar nicht drauf geachtet. So. Okay. Wo? Was ist passiert? Okay, das war ein schöner Bug. Ich bin direkt auf dem Planeten. Was für ein bitterer Bug. Kannst gar nicht mehr erzählen, ey. Voll auf dem Mond gelandet. Das klingt noch falsch dazu. So. Oh, solche Dinger kennen wir hier gar nicht. Okay. Wir schießen mal. Bisschen was ab. In der Hoffnung, dass wir was Interessantes finden. Wir haben blau Tritium wahrscheinlich, ne? Silber. Ich scanne den mal. Planet mit hoher Energie. Tritium, ja. Okay, der war eigentlich ganz cool. So einen hatten wir noch gar nicht. Was bist du für einer? Indiumrein ist für den Natrium. Okay, das ist auch was Cooles. Der ist weit weg. Der scheint aber riesig zu sein, wenn der schon so weit ist, obwohl der 1,4 K weg ist. Paraffinum Kobalt Sternenknolle. Okay, das scheint auch ein ganz interessanter Planet zu sein. Was finden wir hier? Einfach nur aus Interesse. Was ist das denn? Silber. Okay, wir haben aber noch ein paar Planeten. Das ist ja nicht der einzige. Und das ist ja deren Mond. Ich fliege mal weiter in die Raummitte. Ich versuche mal zu gucken, ob ich noch was finde. Und shoppt. Shoppt. Stoppt. Okay, hier ist jetzt erstmal. Ah doch, da. Den habe ich ja übersehen. Was ist denn für einer? Aktiviertes Paraffinum und regnerischer Planet. Ich würde den gerne mal ausprobieren. Also wir haben hier leider auch keine Raumstation, dummerweise. Was natürlich immer sein kann, weil weiß der Geier. Aber Planet mit hoher Energie, was bedeutet das? Wenn wir da jetzt zum Beispiel auch so einen Ableiter nehmen und den da hinstellen, kriegen wir dafür Strom oder? Weiß nicht. Das ist spannend, ich habe keine Ahnung. Scheint aber ein radioaktiver Planet zu sein. Was das bedeutet, keine Ahnung. Was, also inwiefern radioaktiv oder was da eigentlich so mit sich bringt oder. So. Okay, also er wird grüner. Er ist grüner. Was ist das denn? Nix. Der hat irgendwas. Sieht komisch aus. Ich lande mal kurz. Die Musik klingt auch nicht gerade sehr schön. Was ist der Nachteil an diesem Raum? Okay, Strahlung extrem. Schön ordentlich Radon. Rad halt. Wir werden gleich wahrscheinlich drauf gehen. Okay. Iridium. Ich nehme das Iridium auf jeden Fall mit. Kann uns nicht schaden. Und wir gucken gleich mal nach Uranablagerungen. Vielleicht finden wir da was Interessantes. Wow. Auch nochmal scannen. Mineral ist das in dem Fall krass. Oh, was ist das denn? Auch ein Tier. Scannen das schnell. Krass. Interessant. Iridium, Salz. Iridium. Iridium. Salz.
Iridium. Krass. Was bist du? Salz. Iridium, da waren wir jetzt eben. Und die kriege ich jetzt noch nicht. Ja, ist schon ein krasser Planet, ne? Alter, da ist ja gleich das nächste Iridium-Vorkommen. Okay, so blöd ist es hier gar nicht, was das angeht. Ich würde gerne nur wissen, wo ich Uran herbekomme. Vielleicht daher, ich habe keine Ahnung. Ich guck gerade mal. Diwasserstoff. Chlor und Diwasserstoff, das ist auch sehr ungewöhnlich. Wir nehmen mal ein bisschen Indium wieder mit. Also. Ich habe, also wie gesagt, ich baue dann doch lieber wieder kleiner ab. Weil wir haben vorhin echt viel von diesem, von Paraffin verloren. Einfach nur, weil wir nicht im kleinen Modus abgebaut haben. Sondern im großen oder größeren. War jetzt auch nicht so cool. Okay, was gibt's denn hier noch? Da ist das nächste Indium. Da ist was. Mutantenpflanze. Wie weit ist denn das weg? 300. Schaffe ich sogar noch. Ohne daran zu zergehen. Und hoi, ja, die Waldfee. Gibt Uran? Was gibt Uran? Das da? Das gibt nur Ferritstaub. Schade. Aber so richtig Uran sehe ich jetzt nicht kommen. Vorne ist gleich die nächste Indium-Plantage. Und mich greift ein Vieh an. Und wir haben hier gerade ein Natrium-Vorkommen ohnesgleichen. Die ist okay. Hätte ich nicht gedacht. Kannst du mal machen. Aber so ein Uranvorkommen haben wir nicht. Salz. Die geben wahrscheinlich Uran. Die haben nämlich letztes Mal auch Uran gegeben. Ja klar. Ein Rusonit. Ah, dass es hier nicht überwiegend Uran dann gibt, das ist halt auch irgendwie doof. Gibt statt Uran unter der Erde, statt Kobalt unter der Erde Uran. Kann ja auch sein. Ein Uran, das hat nix, ne? Oh, Radon. Mutantenpflanze. Alter, bleib hier. Oh. Ich kann das nicht mehr übertragen. Mischt, aber weißt du was? Das eine hier, komm. Aua! Du doofes Ding, Alter. Greif mich doch nicht an. So, das ist jetzt wieder eine Mutantenpflanze. Gibt Radon. Ach, wegen dem dummen Mordit wieder. Alter. Kannst du keinem erzählen. Was ist das denn? Donuts? Oh oh. Wieder so ein behindertes Ding. Okay, aber dass man hier nicht irgendwie so... Naja, okay, gut. Es wundert mich, dass man hier nicht mehr Uran findet. Oder Uran finden kann vielleicht sogar. Das ist halt so, ja moin, so ein bisschen. Uran steht dran, aber ist nicht dabei. So ungefähr. Finde ich halt ein bisschen schade. Das hätte man ein bisschen besser lösen können, weil Uran ist tatsächlich etwas, was man dann doch mal braucht, ne? Also. Okay, das Ding will ich nicht angreifen. Das macht mich platt. Ich bin nicht mal eine Geologiekanone, die ich abgebaut habe, weil ich mich ständig selber in die Luft gesprengt habe.
Ich kann mal gar nicht. Graffiti-Jorden, lass die in Ruhe. Oh Gott, ich will hier weg. Das ist eine blöde Sache hier. Hier werde ich nicht glücklich. Tschüss. Tschüss. Eines der anderen Planeten vielleicht nochmal. Und stopp. Den regnerischen, der fand ich doch mal sehr interessant. Was ist das? Aktiviert. Genau, der hier. Der ist blühend. Okay. Dann fliegen wir halt zum blühenden Planeten. Ist ja auch egal. Aber das dauert jetzt auch ein bisschen. Eine Minute 10 sogar. Krass, der ist weit entfernt. Scheint, wie gesagt, groß zu sein. Ich überlege mir gerade, ob ich einfach alles hochlade, was ich gefunden habe. Ich würde die tatsächlich jetzt auch nicht umbenennen. Also ich meine, hier, zack. Und so, ne? Einfach mal konsequent alle Systeme hochladen. Zack. Dafür bekommen wir halt auch nochmal 615 Nanieten. Ja, warum nicht, ne? Finde ich halt, finde ich okay. Findet man, also, das Spiel ist ja zum Entdecken da, also. Von daher. Alter, wie was ein Weg. Und der Planet wird nicht größer, sondern der wird. Der bleibt einfach die ganze Zeit genauso groß. Also aktiviertes Indium kann man sogar recht gut. Ja. Damit kann man sehr gute Sachen machen. Man kann nämlich das aktivierte Indium zusammen mit reinem Ferrit. Also, ja, wie soll ich sagen? Ja, bearbeiten. Und dadurch bekommt man 8 chromatisches Metall. Ne? Also das Doppelte nochmal. Das ist krass. Also, damit kann man ja alles Mögliche da machen. Nicht. Wie war das nochmal mit dem Paraffinum? Da habe ich jetzt gar nicht mehr darauf geachtet. Sauerstoff und Silber, genau. Sauerstoff und Silber, Sauerstoff und Silber, Sauerstoff und Silber. Oder Pyrit. Pyrit irgendwo finden. Aber Pyrit ist schwer zu finden, tatsächlich. Habe ich leider schon feststellen müssen. Ach, guck mal. Musste auch mal aufladen, gell? Ja, Pyrit wäre irgendwas, was ich gerne mal finden würde. So in Haufenweise. Ich glaube, die sind nur auf heißen Planeten. Ja. Wäre mal cool. Alter, wir fliegen 2 Ks. Also jetzt einmal schön durch. So. Wenn der Planet uns jetzt nicht sehr feindlich gesonnen ist, dann würde ich tatsächlich auch mal einen Signalscanner, den wir wieder mal nicht dabei haben, einfach mal aufstellen. Okay, wir gucken mal. Finden wir vielleicht gleich sogar irgendeine Quelle? Nee. Aber schöne Höhle. Kann sein, dass wir natürlich, weil der Planet gemäßigt ist, nicht so viel finden. Ja, gemäßigter Planet auf einem. Also, das ist dann, ja. Da versuchen wir was zu finden. Das ist ein schöner Planet. Das ist ein wirklich schöner Planet. Bisschen erdähnlicher. Aber hier könnten wir echt gute Strukturen auch mal finden. Was ist das da? Nix. Also, so, ne? Fabriken vielleicht oder so. Fabriken würde ich tatsächlich gerne nochmal absuchen. Ich würde gerne nochmal vielleicht diese Kryokammern bekommen. Damit können wir eine Menge anfangen. Also dann können wir uns in recht, ja, in recht schneller Zeit. Ich park mal hier irgendwo. Ich will jetzt nicht so viel. Alter, sehen diese Bögen da krass aus. Ah. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Ach ja, klar. Na komm, alles gut. Ich habe natürlich für nichts mehr Platz hier, ne? Also. Natrium, Paraffinum passt nicht mehr. Passt nicht mehr, wir haben noch mehr. Habe ich das? Nee, Exo-Anzug, ja. Indium. Ja, Mann. Indium. Gib dem Indium. Das kann rüber. Ionisiertes Kobalt haben wir nicht mehr viel. Okay, passt schon.
Irgendwie kriegen wir das hin. Moment. Pflanzen sind wichtiger. So. Wir haben keinen Scanner. Oh Mann, ich habe jetzt nicht geguckt. Doch, wir haben einen Scanner dabei. Hey, Kumpels. Wir geben mal Navigationsdaten ein. Und suchen nach sicheren Frequenzen. Am Ende ganz anders. Ziel außerhalb des lokalen Systems. Galaxiekarte ansehen. Aha. Nichts gefunden. Hier findet man nichts. Unbelebt. Alles unbelebt. Haben wir halt mal halt kurz einen Halt gemacht. Ist alles gut. Hier könnten wir aktiviertes Zeug finden, aber komm. Wir fliegen vielleicht noch ein bisschen woanders hin. Wir waren jetzt hier. Da hinten ist unsere Heimatbasis. Können ja mal hier hin. Ein bisschen näher dran. Hier sind auch die Wüken. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir im Wüken-System ankommen. Also wünsche ich euch viel Spaß und bis dann. Ciao.